Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970 und jetzt ist es wieder Zeit für Lizenzschrott. Und diesmal gucken wir uns die Robocop Games auf dem C64 an. Das erste kenne ich definitiv. Absolut genialer Soundtrack. Bevor ihr euch fragt, ja, das Ding ist tatsächlich rollkompatibel. Für die Leute, die keine Ahnung haben, das ist ein RAM-Zusatz, den mittlerweile, glaube ich, die ganzen Homebrewer sowieso nutzen. Und es gab tatsächlich wohl auch Cracker, die, wie man sieht, die Sachen dafür umgebaut haben. Ich bin der Meinung, das echte Robocop hat die zusätzlichen Sachen nicht genutzt. Warum auch? Inspektor Gadget, merkt dir das mal. Wie gesagt, wir werden, also nur für die Leute, die wir wissen, sag mal, quälst du uns jetzt die nächsten 20 Jahre mit Lizenz-Sachen auf dem C64? Nein, ich quäle euch auch mit Lizenz-Sachen auf dem Schneider, Spektrum und anderen Sachen. Macht euch keine Sorgen. Ihr wollt das alles mal haben? Jetzt habt das. So, ich würde gerne den Soundtrack ändern. Ah, Gott, Hauptsache Musik. Ja, der Heretical Lord hätte gerne die Lizenzspiele auf dem BBC Micro. Mal gucken. So, genau, springen wir so, genau. Soundtrack-technisch ist das Ding genial. Von der Spielbarkeit, nu ja. Na komm. Es ist eigentlich hier stumpfes Auswendiglernen. Aber ich glaube, ich müsste, wenn mein Muscle Memory, wie irgendein, ich tu mal so, als wäre ich Let's Player und erzähl mal was in die Kamera, irgendwie in so einem Video erzählt hat, müsste mein Muscle Memory mich noch tatsächlich daran erinnern, wie Level 1 geht. Ja, ich treffe auch noch ganz gut. Oh, ich habe sogar die Spread Gun. Ja, gut, dann sollte das sogar klappen. Wahrscheinlich vermassel ich jetzt aber gleich wieder die Geiselnahme. Ja, da kommt gleich eine Geiselnahme. Die vermassel ich gerne. So, das ist die Babynahrung, ne? Genau. So, Level 1 clear, wunderbar. So. Na komm. Wo sehe ich denn seine Lebensleiste? Das ist meine. Ja, toll, Hostage killed. Ach, und dann fangen wir von vorne an. Du könnt mich mal. Also. Unglaublich. Nur weil eine Geisel drauf geht. Alter. Wie heißt das bei Detroit Become Human? Die Phobie gegen kybernetische Wesen? Hat er auch irgend so eine Phobie-Gedönse. Nur weil ich hier ein
Ich glaube, er läuft als Cyborg, ne? Kann man sagen. Nur weil Murphy Robocop ist. Und nicht mehr der gute alte Detective. Der einzige, der, glaube ich, damals in Detroit in dem Film und in der Serie, glaube ich, nicht korrupt war. Hätte er nicht als Batman in Gotham City anfangen können. Ah! Nochmal. So nicht. So. Ja, genau. Wir müssen die alle eliminieren. Also die spawnen auch ganz schnell wieder zurück. Also ihr seht... In Bewegung bleiben und treffen. Sonst ist ganz schnell Game Over. So, wip. So, wip. Ja, du mich auch. So, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Babynahrung. Ah, da ist er. Das war wichtig. Falls jetzt irgendeiner fragt, hier wird kontinuierlich geballert, ja. So, wunderbar. So. Dann muss ich öfter die Geisel. Natürlich nicht die Geisel nicht, sondern den Geiselnehmer. Na komm, gib auf. Wie oft will der denn noch was abkriegen? Willst du mich verscheißern? Mein Gott! Ach so! Gewonnen! Okay, die Geisel ist zwar tot, aber ich bin in Level 2. Und bin wieder tot. Nee. Also, es ist kein Witz. Der läuft tatsächlich, also wer die Filmreihe nicht kennt, der läuft tatsächlich auf Babynahrung. Also, die hauen eben dann tatsächlich in diesen Dingern, musst du dir vorstellen, kommt dann der, wer auch immer jetzt gerade aktuell der Besitzer von Hip ist, und sagt, hör mal, hier, möchtest du nicht, was weiß ich, den Karottenquark? Und dann kriegt er wieder Energie. Aber ich habe die Geiselnahme geschafft. Mit 001 Sekunden. Nein, also vielleicht muss man das mal mit Trainer mal machen. Also das ist... Es ist deswegen kein Scheiß-Game, weil... Der Soundtrack ist großartig. Es sieht auch ganz gut aus. Genau. Athlete kotzt das Kind, genau. Hallo? Das ist die dystopische Zukunft. Robocop ist übrigens also ein Film, den man gesehen haben muss. Die Fortsetzung vielleicht nicht unbedingt, aber Robocop 1 ist Kult. Zu Recht. So. Genau, danke. Gibt übrigens auch eine Cartoon-Serie, die natürlich ein bisschen mehr für Kiddies ist, aber die gar nicht so Käse war. Gab's tatsächlich. So, seid ihr bereit für Teil 2? Der kommt jetzt.